In diesem Video geht es um die besten Starthilfekabel. Der Qualitätssieger in unserem Starthilfekabeltest geht an das Sakura Starthilfekabel. Es ist ein echter Schmerz, wenn Sie von dieser Warnung auf Ihrem Armaturenbrett begrüßt werden. Im Vereinigten Königreich ist eine leere Batterie der Nummer 1 Grund, warum Fahrer Pannenservice kontaktieren. Egal, ob Sie Ihre Pannenpolitik anrufen, ein Familienmitglied, ein Freund oder guter Samaritan anrufen, Sie werden ein Set Starthilfekabel benötigen. Sie werden effektiv die Batterie eines anderen Fahrzeugs ausleihen, indem Sie Ihre mit Starthilfekabel daran befestigen. Die Starthilfekabel sind jeweils 4 Meter lang mit einer Kapazität von 700 A und sind hochleitend. Mit den kraftvollen Sprungfederklemmen können Sie eine Batterie an eine andere anschließen. Farblich kodierte Klemmen, rot für positiv und schwarz für negativ. Geeignet für PKW und andere Fahrzeuge bis 4,5 oder 4500 ccm. Mit Tragetasche mit Reißverschluss für einfaches und kompaktes Aufbewahren im Kofferraum. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die AEG 972-16. Das AEG Starthilfekabel ist mit Startprotect Spannungsspitzenschutz ausgestattet und wird in einer praktischen Aufbewahrungstasche geliefert. Der Spannungsspitzenschutz verhindert Beschädigungen der empfindlichen Bordelektronik beider beteiligter Fahrzeuge. Ein mit Startprotect ausgestattetes Starthilfekabel verhindert das Durchschlagen hoher induktiver Spannungen auf die sensible Bordelektronik der am Startvorgang beteiligten Fahrzeuge. Bei Starthilfevorgängen ohne diese Schutzvorrichtung können Spannungsspitzen bis zu 800 Volt im Nanosekundenbereich auftreten, womit eine Vorschädigung oder sogar ein Totalausfall einzelner elektronischer Bauteile auftreten kann. Schnelle Hilfe für die schwache Batterie und mit voll isolierten Best-Contact-Polklemmen. Kupfer-Aluminium-Technologie entspricht dem Leitwert eines traditionellen 25 Quadratmillimeter Starthilfekabels aus Kupfer. Der Preis-Leistungs-Sieger in dem Starthilfekabeltest ist das AEG 9720-3. Das SP16 ist perfekt für eine schnelle Hilfe bei schwachen Batterien. Gerade bei einer so unübersichtlichen und emotional geladenen Situation ist die Sicherheit extrem wichtig. Die voll isolierten Best-Contact-Polklemmen sorgen für eine, von AEG gewohnte, sichere Verwendung. Das Starthilfekabel entspricht neben der bekannten AEG-Qualität natürlich auch der DIN 72553 Norm. Es ist ausgelegt, Benzinmotoren bis 2500 Kubikzentimeter sicher zu überbrücken. Das Beste aus beidem, das SP16 verknüpft Aluminium mit Kupfer in einer Technologie. Somit entspricht es einem Leitwert und Leiterquerschnitts eines 16 Quadratmillimeter Kupferkabels. Nach der Verwendung ist das 3 Meter lange Kabel einfach in der praktischen Aufbewahrungstasche zu verstauen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.